Schönen guten Tag, mein Name ist Alexandra Jastram vom Lektura Verlag. Heute, am 1. Juli 2024, haben wir wieder spannende Interviewpartner für unsere Zuschauer und Zuhörer, die uns ihre innovativen Produkte und Lösungen der diesjährigen Messe Nordbau etwas näher bringen werden. Ich freue mich, Herrn Sönke Demuth bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Herr Demuth ist der Leiter des globalen Produktmanagements der Dynapac GmbH und erzählt uns heute was zu der Innovation aus dem Bereich Straßenbau, dem City-Fertiger SD1800C. Herr Demuth, könnten Sie uns zum Anfang erläutern, für wen der Dynapac City-Fertiger konzipiert ist? Ja, der Dynapac City-Fertiger ist eigentlich die perfekte Mischung zwischen einer kleinen, wendigen Maschine mit der Power eines ganz normalen Großfertigers, den man von Autobahnen kennt. Das heißt, die Maschine ist speziell für den Einsatz im innerstädtischen Bereich geschaffen, extrem wendig und eigentlich genau für die Leute gebaut, die, ich sag mal, Instandhaltungsmaßnahmen machen, Radwege bauen oder eben auch zwischendurch mal eine Ortsdurchfahrt erneuern müssen. Sie haben den innerstädtischen Bereich erwähnt. Wenn wir auf die täglichen Anwendungen eingehen, könnten Sie ein oder zwei Hauptfunktionen hervorheben, die besonders hilfreich in diesem Gebiet sind? Ja, zum einen ist es die Manövrabilität der Maschine. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel auf der Stelle drehen. Ich habe eine extreme Zugkraft durch die Kettenlaufwerke. Und zum anderen sind es natürlich unsere ganzen digitalen Assistenten, die in der Maschine verbaut sind, die es, ich sag mal, eine Relokalisierung der Maschine von einem Einsatzort zum nächsten extrem einfach halten. Ich kann alle meine aktuellen Einstellungen per Knopfdruck speichern und sie an dem neuen Einsatzort wiederherstellen. Und dadurch, dass in dem City-Fertiger die gleiche Technologie verbaut ist wie in unseren Großfertigern, ist trotzdem, trotz der kleinen Maschine und trotz der doch geringeren Leistung, das gleiche Qualitätsergebnis zu erwarten wie bei einem Großfertiger, wie man ihn von der Autobahn kennt. Vielen Dank, das scheint tatsächlich sehr praktisch zu sein. Wenn Sie den Dynapac SD1800C mit Konkurrenzprodukten vergleichen, welche zwei Vorteile würden Sie hervorheben? Zum einen würde ich hervorheben, dass wir durch unsere 54 Kilowatt Maschine die Abgasnorm Stufe 5 erfüllen können, aber trotzdem keinen AdBlue brauchen. Und das können wir auch nur realisieren, weil wir in der Maschine ein intelligentes Power Management verwenden. Das heißt, die Maschine kontrolliert selbstständig, kontinuierlich, welche Leistung von welchen Antrieben in der Maschine abgefragt werden und kann somit die Leistungssteuerung der einzelnen Antriebe je nach Bedarf ansteuern, so dass trotz der geringeren Motorleistung der Bediener eigentlich nichts von der geringeren Leistung, die die Maschine auf dem Papier hat, mitbekommt, sondern trotzdem seine Arbeit ganz normal erfüllen kann, auch wenn die Maschine, wie gesagt, nur mit 54 kW kommt und dadurch aber eine extrem hohe Effizienz aufweist. Das heißt, ich habe weniger Schadstoffausstoß, weniger Treibstoffverbrauch und muss mich trotzdem um keinen AdBlue kümmern. Vielen Dank. Somit wäre unser Interview auch schon beendet. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuschauer neugierig geworden sind und sich die Maschine auch sehr gerne live auf dem Nordbau anschauen werden. Gerne, gerne.